Den Jungs geht es gut, ich glaube, nicht ich glaube, sondern die Jungs nehmen das gut an und ja, ist ja eine vorgegebene Geschichte mit der Quarantäne und wir sind da gut aufgenommen in Bad Liebspringe. Funktioniert alles, klar muss man sich an die ein oder andere Sache gewöhnen, gerade was die Abstände im Essenraum angeht, die Abstände dann, wenn wir im Besprechungsraum sind, aber grundsätzlich nehmen wir das gut an und versuchen aus der Situation einfach auch das Beste zu machen. Na, wir versuchen schon, uns da natürlich auf den Punkt vorzubereiten, was natürlich schwierig ist, weil du keine Testspiele hast. Du kannst nichts am Gegner proben. Du kannst natürlich innerhalb der Mannschaft proben. Das, was ungewohnt ist, dass wir gefühlt, ich weiß gar nicht, ob es 8 Wochen oder 10 Wochen sind, mittlerweile raus sind. Und das macht das Ganze jetzt nicht schwieriger, aber einfach bringt das so eine Komponente rein, wo man natürlich nicht einschätzen kann, wie weit geht das. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht gut trainiert. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man nichts eintrainieren kann. Sondern eher, dass man, ja, man erkennt immer erst am Gegner, was man gut gemacht hat. Deswegen macht man ja in der Vorbereitung auch das ein oder andere Testspiel. Das fehlt jetzt, aber die Jungs nehmen das gut an. Wir versuchen da uns einiges zu erarbeiten. Und ja, so dass wir so gut wie möglich nicht nur auf Düsseldorf vorbereitet sind, sondern auf die letzten 9 Spiele wollen wir natürlich auch das Optimale rausholen für uns. Erstmal haben wir alle Fußball angefangen, da waren nicht immer Zuschauer dabei, das muss man mal sagen. Ich glaube, wir sollten mal aufhören, jetzt darüber zu diskutieren, Stadionatmosphäre oder nicht. Wir hätten sie gerne, sie ist nicht da, so sollten wir mit den Gegebenheiten umgehen. Wir freuen uns erstmal, dass wir die Möglichkeit haben, mit den Spielen zu beginnen, mit den Spielen dann wirklich auch eine sportliche Entscheidung herbeizuführen. Das ist für alle wichtig oder ich halte es für wichtig, ich glaube, meine Kollegen auch. Und das ist der erste Punkt, der dann zählt. Was auf uns zukommt, wissen wir nicht. So ein Stadion, gerade wenn man in so großen Stadien spielt oder überhaupt in Stadien, die leer sind, das ist natürlich eine andere Atmosphäre, als wenn du da die Emotionen der Zuschauer mit hast. Deswegen wird das für alle Neuland, aber da sind wir auch alle dann mit denselben Sachen konfrontiert und wir werden sehen, was rauskommt. Also wie gesagt, ich möchte mich da gar nicht so früh festlegen und es geht auch darum, jetzt nicht schon Entschuldigung zu suchen, warum was nicht klappt oder nicht, sondern es geht darum, sind wir gut vorbereitet, das wollen wir. Werden wir erfolgreich sein? Das wissen wir nicht, aber wir sollten schon davon ausgehen, dass wir alles raushauen, um erfolgreich sein zu können. Wie wir sie angehen wollen, ich glaube, es steht so ein bisschen gar nicht so, wir wollen und sollten auch versuchen, das Spiel mit aller Macht zu gewinnen. Ich glaube, das bringt die Tabellensituation schon hervor. Wir wissen natürlich auch, wenn wir das Spiel nicht gewinnen sollten, dass es nicht einfacher wird für uns. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. Aber uns geht es auch um die letzten 9 Spiele. Nicht nur die 9 Spiele so gut wie möglich zu gestalten, sondern in den 9 Spielen, weil es für uns dann so gut wie eine neue Saison ist oder ein Saisonanfang, auch wenn es jetzt komisch klingt. Und dementsprechend wollen wir natürlich sehen, dass wir in diesen 9 Spielen das Bestmögliche rausholen an Punkten und nicht nur Düsseldorf. Also egal, wie Düsseldorf ausgeht, Düsseldorf wird nicht entscheidend sein, sondern entscheidend wird sein, dass wir in den Spielen, die jetzt noch vor uns liegen, das sind 9, so viel wie möglich an dem, was wir vielleicht in der vorigen Zeit das ein oder andere liegen lassen haben, ja, das können wir uns dann halt nicht mehr erlauben und das wollen wir auch nicht. Und wir wollen gucken, dass wir in Düsseldorf gewinnen. Ich glaube, dass Düsseldorf das auch will und dementsprechend erwarte ich da schon ein Spiel, dass irgendwo nicht jeder genau weiß, wo der Leistungsstand ist, aber dass beide Mannschaften einfach auch versuchen werden, gewinnen zu wollen und daran auch alles setzen werden. Trainer haben ja die Möglichkeit, gerade weil wir natürlich auch immer wieder am TLNZ sind und da auch trainieren, das ist für uns natürlich optimal, dadurch, dass wir natürlich auch mit den Autos mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, sondern alleine fahren, maximal mit 2 Leuten, wo die Jungs dann die Maske aufhaben, die Trainer fahren dann wirklich alleine, haben wir natürlich auch nicht so diese Begrenzung der Zeit. Es geht nicht darum, so wie in normalen Regeln, dass man sagt, wir treffen uns alle 19 Uhr zum Abendbrot oder 14 Uhr zum Abendbrot, sondern es geht dann einfach darum, dass wir so eine Karenzzeit haben zwischen
19 Uhr, zwischen 19.30 Uhr in dem Bereich essen, sodass wir natürlich immer wieder auch Zeit haben, dann das ein oder andere dann auch vor Ort zu machen. Spielvorbereitung, Spielanalyse, gucken, wo wir noch Ansätze sehen fürs Training, Trainingsvorbereitung. Das machen wir dann alles hier wie gewohnt und versuchen das natürlich hinzubekommen. Und das sind so ein bisschen auch die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Wenn wir jetzt natürlich auch in der Woche, ich glaube, die ersten zwei Abende waren wir jeden Abend noch bis, nicht jetzt bis spät, aber waren wir immer noch nach dem Abendessen zusammen und haben dann geguckt, wie das Training danach aussieht, wie die Vorbereitung aufs Spiel ausgeht, weitergehen kann, wo wir noch Ansätze haben, was wir noch besprechen müssen. Das ist natürlich in dem Moment intensiver, aber grundsätzlich versuchen wir, die Abläufe schon so zu halten, dass wir uns so gut wie möglich vorbereiten. Nicht nur aufs Spiel, sondern auch aufs Training und danach richten wir alles.